Die Landschaften im Geopark Westjütland sind beeindruckend und abwechslungsreich. Eine Landschaft geformt aus Eis, Wasser, Wind und den Menschen. Hier können Sie Teile der Geschichte der dänischen Landschaft erleben, ein Gebiet, das die Eiszeit hinterlassen hat. Von der zerklüfteten Nordseeküste, wo die Wellen gegen die Küste rauschen, bis hin zu den vielen verschiedenen Küstengebieten und wunderschönen Inseln des Limfjords. Üppige Moränenlandschaften und sandige Moore mit Plantagen und den großen offenen Weiten. Hier gibt es Moorlandschaften und Hügelinseln, trockene und feuchte Flächen. Kurzum, eine Eiszeitlandschaft von Weltrang. Es gibt aber auch deutlich ältere Landstriche im Geopark. Im unteren Teil der Ödby-Klippe sowie in den drei Kalksteingräbern sind 65 bis 60 Millionen Jahre alte Schichten aus der Danierperiode zu sehen. Im Geopark Westjütland gibt es Spuren der letzten drei Eiszeiten: Elster, Saale und Weichsel. Während der Eiszeiten waren die Gebiete nicht ständig mit Eis bedeckt. Lange Zeit war es eisfrei und die Landschaft war mit Tundra bedeckt. Vor etwa 115.000 Jahren begann die letzte Eiszeit, die Weichsel-Eiszeit. Diese dauerte ca. 100.000 Jahre. Während des gesamten Zeitraums gab es mehrere Eisschübe aus verschiedenen Richtungen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Hauptresidenzlinie, die vor 23.000 bis 21.000 Jahren stattfand, wurde der größte Teil der Landschaft des Geopark Westjütland geformt. Die großen Gletscher drängten sich durch das Gesamtgebiet und trugen Lehm, Erde und Steine mit sich. Die Gletscher prägten die Landschaft mit Randmoränen und Schmelzwasserebenen, die heute im Geopark zu sehen sind. Die Hauptresidenzlinie, dort wo das Eis ankam, markiert die größte Ausdehnung des Eises. Sie verläuft durch den Geopark von Bobia im Westen nach Karobo im Osten. Von hier aus verläuft die Hauptresidenzlinie südlich entlang des Jütlandkamms bis zur Grenze. Das Gewicht des Eises drückte die Erdkruste weit unter das Niveau, das wir heute kennen. Das Schmelzwasser lief durch Spalten im Gletscher und bildete mächtige Flüsse unter dem Eis. Diese Flüsse bildeten die vier Tunneltäler des Geoparks. Wenn das schmelzende Wasser den Gletscherrand erreichte, sprang das Wasser unter der Eiskante hervor. Reisende Flüsse schlängelten sich durch die Landschaft und bildeten die großen Schmelzwasserebenen. Die Flüsse brachten viele Steine, Kies, Lehm, Sand mit sich. Auf dem offenen Schmelzwasserebenen zwischen den Flüssen erhoben sich die Hügelinseln Linde und Myborg. Die Moränenlandschaften stammten aus der vorigen Eiszeit, der Saale-Eiszeit. Als das Eis schmolz, entstanden andere markante Landschaftsformen wie das wunderschöne Trelbo-Dal. In tiefen Löchern überall in der Landschaft gab es immer noch große Eisblöcke. Sie schmolzen erst später und wurden zu sogenannten Toteislöchern. Das Gebiet um Fönnersö und um den Stubbegårdsö zeigt großartige Beispiele für solche Toteislöcher. Der Meeresspiegel war viel niedriger als heute. Dänemark war fest mit England verbunden, die Festlandperiode genannt. Die Landschaft war Tundra, wie wir sie aus den arktischen Gebieten kennen. Als die letzten großen Eisplatten in Skandinavien und Nordamerika schmolzen, stieg der Meeresspiegel schnell an und große Teile des Landes wurden überflutet. Die Nordsee wurde gebildet.
Das Meeresgebiet war wesentlich größer als heute und die tiefer gelegenen Gebiete waren mit Wasser überflutet. Der Anstieg des Meeresspiegels ist an vielen Stellen im Geopark gut zu erkennen, wo die alten Küstenhänge des Liturinermeeres oder des Steinzeitmeeres, wie es auch genannt wird, noch zu sehen sind. Als das Eis schmolz, ließ der starke Druck auf dem Erdboden nach. Das Land begann sich langsam wieder zu heben. Allmählich stieg das Land mehr als der Meeresspiegel und das Meeresvorland wuchs. Noch vor etwa 5000 Jahren herrschte im Gebiet des Geoparks ein gewisses Gleichgewicht und das Land begann, sich der Natur zu ähneln, die wir heute vorfinden. Die Westküste des Geoparks Westjütland ist eine sogenannte Ausgleichsküste. Es ist ein Küstenabschnitt, der stark von den Naturgewalten beeinflusst und verändert worden ist. Die Kräfte der Wellen und des Windes verschieben Material von hervorstehenden Punkten und tragen dessen Sedimente mit sich, die später abgelagert zur Ruhe kommen. Die hervorstehenden Punkte erodieren. Dieses Material wird längs der Küste transportiert, wobei sich Landzungen bilden, die die Buchten langsam vom Meer abschneiden. Die Botten verwandeln sich in eine zusammenhängende Landzunge, die die Bucht vom Meer abschneidet und eine Lagune an der Küste schafft. Erst um 1200 schlossen sich die Landzungen und trennen den Limfjord nun von der Nordsee ab. Schwere Sturmfluten in den Jahren 1825 und 1862 öffneten den Typeron-Kanal. Das ermöglichten den Zugang von der Nordsee zum Limfjord und umgekehrt. Der Limfjord zeigt viele verschiedene Arten von Küstenlandschaften. Nørskov-Vig an der Nordspitze von Venø ist ein sogenanntes eckiges Vorland. Es entsteht durch die Tatsache, dass Landzungen aufeinander zu wachsen und einen Strandsee einschließen. In Gjelleråll ist deutlich zu sehen, wie die Entwicklung des Haffs dazu führt, dass neue Strandseen eingeschlossen werden. Ein Ort, an dem die Haffs sich nicht näher gekommen sind, ist Ålesund. Hier sind zwei Haffs entstanden, die sich zueinander strecken. Der südliche Teil, der gerade herausragt, während der nördliche eine Krümmung hat. Es gibt viele verschiedene wunderbare Landschafts- und Küstentypen, die durch Eis, Wasser und Wind im Geopark gebildet wurden. Und es gibt viele Orte, an denen Sie Inspiration finden können, die Landschaft zu betrachten und sie tiefer kennenzulernen. Am Ende der letzten Eiszeit lebten große Weidetiere, Mammuts, Riesenhirsche und Bisons in ausgedehnten Tundraebenen, die einen Großteil des heutigen Westjütlands bedeckten. Es war eine Zeit, in der die ersten Menschen als umherziehende Jäger ankamen, vor mehr als 14.000 Jahren. Die Erde begann sich langsam zu erwärmen. Es entstanden Wälder, die den größten Teil des Landes bedeckten. Die Menschen begannen sich an den Küsten niederzulassen, wo sie fischen konnten und in den Wäldern jagen. Vor ungefähr 6000 Jahren begann man mit der Rodung des Waldes, um das Land urbar zu machen. Die sogenannte Bauernsteinzeit begann. Entlang der Hauptresidenzlinie von Baubjerglind nach Karup-Årdal waren die Voraussetzungen für die Landwirtschaft besonders gut geeignet. Deshalb entstanden hier viele Siedlungen. Der Boden, eine Mischung aus Ton und Lehm, war leicht zu bearbeiten und fruchtbar. Im Zusammenhang mit den Siedlungen wurden in der Stein- und in der Bronzezeit zahlreiche Hügelgräber errichtet. Sie lagen hoch in der offenen Landschaft und konnten so auch als Kennzeichen gebraucht werden. Sie wurden daher von Reisenden zur Orientierung benutzt, die Waren von Landeplätzen an der Küste und im Landesinneren entlang den sogenannten Hohlwegen transportieren. Diese Hohlwege folgten der leichtesten Route durch die Landschaft. Viele nasse oder steile Gebiete wurden umfahren. Es gab mehr als 1800 Grabhügel entlang des gesamten Hohlwegs. Heute sind noch 560 davon sichtbar.
An einigen Stellen finden Sie auch Überreste der alten Hohlwege. Bis ungefähr zum Jahr 1200 bestand eine Verbindung zwischen dem Limfjord und der Nordsee. Hier versammelten sich Wikinger mit ihren Booten, bevor sie sich auf eine Reise begaben. Als das Christentum die alten nordischen Götter verdrängte, wurden Kirchen gebaut. Die meisten romanischen Kirchen im Geopark wurden im 11. und 12. Jahrhundert errichtet. Sie wurden aus Naturstein gebaut, sogenannte Findlinge, die die großen Gletscher aus den Bergen Skandinaviens mitgebracht hatten. Circa 2000 große Natursteine wurden zum Bau einer Kirche benötigt. Die Ausbreitung des Christentums führte dazu, dass eine Reihe von Klöstern in der Gegend errichtet wurden. Im Dorf mit dem Namen Gotteshaus, heute Golum genannt, gab es im Mittelalter ein Nonnenkloster und eine Wassermühle. Die in der Nähe gelegenen Ohmühle im Remmerstrand gehörte ebenfalls zum Godum-Kloster. Weiter östlich findet man die Überreste des Stupa-Klosters, welches ebenfalls von Nonnen bewohnt wurde und wunderschön auf einer kleinen Halbinsel am Ufer des Stubegorsö gelegen ist. In Zwies gab es ein Mönchskloster mit Wassermühle. Die Mönche wussten, wie man die Bäche aufstaute und die Kraft des Wassers für den Mühlenbetrieb nutzte. Die Mühlen waren wichtig, sowohl zum Mahlen von Getreide als auch als Waldmühlen angewandt zum Bearbeiten, das heißt zum Walken, Waschen und Filzen von Wollstoffen. Im 14. Jahrhundert wurden die Zucht und der Export von lebenden Ochsen zu einem stetig wachsenden Markt und zu Dänemarks wichtigsten Exportgut. Die Bauernhöfe im Westjütland verfügten über große, üppige Wiesen, die sich ideal für die Aufzucht von Ochsen eigneten. Sie spielten eine bedeutende Rolle im Handel und wurden für die Entwicklung des Landesteils von großer Bedeutung. Die Ochsen wurden in Herden auf den sogenannten Ochsenweg durch Jütland zu Märkten in Riebe, Kolding und nach Norddeutschland getrieben, wo sie an interessierte Käufer besonders aus Deutschland und den Niederlanden verkauft wurden. Der Ochsentrieb dauerte bis Mitte des 19. Jahrhunderts an. Der Transport von Tieren wurde dann zuerst von Dampfern, vom Limfjord aus und später von der Eisenbahn übernommen. Im 17. Jahrhundert wurden alle Wälder in Westjütland weitgehend gefällt und das Sandtreiben wurde ein ständiges Problem. Der leichte Sand wurde vom Westwind aus den Dünen weit ins Landesinnere getragen. Eine steife Brise aus dem Westen hatte ausgereicht, um die im Frühling keimenden Pflanzen zu vernichten. Viele Familien mussten von ihren Höfen umsiedeln, da ihre Felder versandten. In der Dünenlandschaft westlich von Husby-Klitt-Plantage können Sie ein Gefühl dafür bekommen, was Sandtreiben bedeutet. Hier sehen Sie die große Parabeldüne. Die zeigt, wie viel Sand der Wind bewegen kann. Um dieses Problem lösen zu können, wurden Mitte des 19. Jahrhunderts Plantagen bei den Dünen angelegt. In Husby war das Sandtreiben von 1856 zu einem großen Problem geworden, dass die Kirche kurz vor der Versandung stand. Vier Bauern fuhren deshalb nach Kopenhagen, wo sie den König besuchten und um Hilfe baten. Der König sandte einen Forstverwalter, um den Einheimischen beim Aufbau einer Plantage mit besonderen Bergkiefern zu helfen. Heute, weit über 160 Jahre später, werden die Kiefern an mehreren Stellen gerodet, um wieder Dünen zu schaffen. Nachdem die Wälder gefällt wurden, breitete sich auch die Heide aus, so dass man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder mit den Anpflanzen von Wäldern begann, um die Heide zu kultivieren. Die nährstoffarmen Heiden wurden mit Mergel, Kalk und Dünger zu fruchtbarem Ackerland verwandelt. Kalk spielte nicht nur eine Rolle beim Anbau der Heide. Seit dem 18. Jahrhundert wurde nach Kalk gegraben und später auch gebrannt. Er wurde in der Landwirtschaft und im Bauwesen angewandt. Das Graben des Kalks mag harte Arbeit gewesen sein, aber die Kalkminen bedeuteten Arbeitsplätze und waren eine Zeit lang ein wichtiger Wirtschaftszweig in Westjütland. Heute sind alte Kalksteinbrüche und Minen Lagerorte für Käse und Heimstätten für Fledermäuse.
An der Küste der Unwirschen Nordsee gab es mehrere kleine Fischergemeinden. Die Arbeit als Fischer an der Nordsee war nur etwas für die stärksten Bewohner der Küste. Oft waren die Fischer Ertrinkungsunfällen ausgesetzt oder erlebten dramatische Strandungen, wo sie ihr eigenes Leben riskierten, um die Besatzung der gestrandeten Schiffe zu retten. Dies führte später zur Errichtung der ersten Rettungsstation in Dänemark. Die rauen Bedingungen führten auch dazu, dass einige Familien zum Limfjord hin wegzogen, wo sie in den ruhigen Gewässern fischern konnten und neue Siedlungen gründeten. Wasser, Wind und Strömung nagen ununterbrochen an der Westküste und bewegen große Mengen Sand. Als die Kirchen entlang der Westküste im 11. Jahrhundert errichtet wurden, befanden sie sich etwa 1 Kilometer von der Küste entfernt. Seitdem hat die starke Erosion der Küste dazu geführt, dass die Kirchen dichter ans Meer gerückt sind. 1825 und erneut 1862 brachen heftige Sturmfluten durch die Otten und der Limfjord und die Nordsee wurden wieder vereint. Es war der Beginn des sogenannten Tyburonenkanals. Es ist seitdem das Tor von Limfjord in die Nordsee. Der Durchbruch wurde von großer Bedeutung, sowohl für die historische Entwicklung als auch für die Natur. Der Zugang zur Nordsee brachte Aufschwung für Städte wie Lemby und Struer, die zu wichtigen Anlauf- und Handelshäfen wurden. Das Tor zur Nordsee bedeutete auch, dass Tyburon wuchs und der Fischereihafen in den Jahren 1915 bis 18 gebaut wurde. Heute ist Tyburon einer der wichtigsten Fischereihäfen Dänemarks. Zum Schutz der Otten von Harboøre und Akker wurden von 1875 bis 1962 zahlreiche Buhnen zwischen Fjaltring im Süden bis vor Akker im Norden errichtet. Heute werden Sandaufspülungen als primäre Schutzmethode an der Westküste eingesetzt. Es gab und gibt eine klare Verbindung zwischen den Landschaften und den Menschen, die hier leben. Der Fischer hat heute seine Strandjolle durch einen sicheren Fischkutter ersetzt. Der Bauer hat die Sense und seine Pferde durch große moderne Landwirtschaftsmaschinen ersetzt. Die Landschaften verändern sich immer noch durch die großen Kräfte des Wassers, der Winde und der Menschen. In den kommenden Jahren wird der Klimawandel enorme Aufgaben aufzeigen, die erneut großen Einsatz erfordern. Die vielen Geschichten über Landschaft, Natur und Historie machen den Geopark auch zur Landschaft der Abenteuer. Mit seiner Lage zwischen Fjord und Meer gibt es für jeden eine Fülle von Erlebnissen, unabhängig von Interessen und Alter. Hier ist Raum für Herausforderungen, Lernen und Spielen und Gegenwärtigkeit. Die vielen Attraktionen des Geoparks und die ortskundigen Führer bieten Erlebnisse, die erzählen, wie die Gegend zu dem geworden ist, was sie heute darstellt. Lassen Sie sich von der herrlichen Landschaft, der frischen Luft und dem einzigartigen Licht verführen, so wie es die Künstler seit Generationen getan haben und tun. Der Geopark Westjütland bietet viele Ausstellungen von verschiedenen Künstlern. Und nicht zuletzt die wunderschönen Landschaften, die die Anregung für die Kunst liefern. Hier kann man einige der größten zusammenhängenden Naturgebiete Dänemarks erkunden. In den Plantagen und den großen Heidengebieten findet man den größten Teil des dänischen Rotwilds, das bereits seit der Eiszeit hier lebt. Der Biber wurde 1999 wieder nach Dänemark importiert und hat sich in der Zwischenzeit weit verbreitet. Natürlich können Sie auch viele andere wilde Tiere erleben.
Gleichzeitig gibt die Natur Geschmackserlebnisse ab. Egal, ob man selber sammelt oder pflückt oder die Köche der Region eine Mahlzeit mit regionalen Produkten zubereiten lässt. Wild, Pilze und saftige Beeren aus dem Wald. Der Mahlzeit wird etwas ganz Besonderes hinzugefügt, wenn Sie sich entscheiden, diese in der atemberaubenden Landschaft unter freiem Himmel mit guten Freunden zu kochen und zu genießen. Bis zur Grenze hin sind Schafe, zusammen mit Weidetieren, Wildpflanzen und Vögeln. In den Häfen und entlang der Küste können Sie Meeresfrüchte, Austern und Fische genießen. In der Natur gibt es die Möglichkeit, viele Outdoor-Aktivitäten in wunderschöner Umgebung auszuleben. Hier kann man mit dem Mountainbike über Stock und Stein fahren und Adrenalin pumpen oder mit dem Paraglider die Klippen von Baubjer und Toftenberge entlangfliegen. Sie können wandern oder reiten oder einfach die Stille genießen und relaxen. An der Nordsee ist die Luft frisch und das Meer wild. Während man im Hinterland entlang der Bäche und Seen häufiger Ruhe und Stille vorfindet. Hier können Sie segeln, rudern oder Ihren eigenen Fisch fangen. Man kann auch einen Ausflug auf dem Limfjord machen mit dem Austern- oder Robbensafaris. Sie können Ihre Reise auch im Geopark am Ottersundturm beginnen, wo Sie Inspiration, Kunst und Wissen über den Geopark finden und einen schönen Blick auf die Strandwiesen haben. Ob Sie Kultur, Gastronomie, Ruhe oder einen aktiven Urlaub wünschen, im Geopark Westjütland sind alle Möglichkeiten vorhanden. Hier ist Platz für jeden, nur die eigene Fantasie setzt Grenzen.